Ja, letztendlich wurde schon beim großen Umbau, den wir hier hatten von 2000 bis 2004, dran gedacht, dass man hier mal eine PV-Anlage aufs Dach bekommen kann. Deswegen gab es einen großen Betonring auf dem Dach, der hält nicht nur das Dach, was nach vorne auslädt, sondern da könnte theoretisch ein Auto drüber fahren, aber besser ist eine PV-Anlage. Und das war die Grundidee. Also wir sind natürlich erpicht darauf, das zu kommunizieren, aber nicht nur an die Öffentlichkeit, denn letztendlich ist es auch wichtig, dass wir hier wirklich Vorteile für die Veranstalter haben. Also große Verbände wie der DFB oder die UEFA haben mittlerweile in ihren Ausschreibungsunterlagen drinstehen, dass man im ökologischen Bereich auch sehr nachhaltig sein muss, um überhaupt noch Ausschreibungen zu gewinnen. Aber auch für unseren Heimclub Hertha BSC ist das eine wichtige Komponente, dass wir hier im Ökologiebereich nach vorne gehen. Wir haben gerade auch im Musikbereich jetzt bei der Band Coldplay, die dieses Jahr ins Olympiastadion kommt, große Anfragen, dass man überall top vorbereitet ist im Ökologiebereich. Das kann das Catering sein, aber eben auch der Strom. Und regenerative Energien sind dann natürlich auch weit vorne bei einer Band, die sehr umweltbewusst ist. Insofern waren wir froh, dass wir damit die Checkliste erfüllen konnten.